Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Your City hier aus die Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben natürlich aufgehört in der letzten Folge, als wir jede Menge neue Talente bekommen haben. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir sie natürlich langfristig bei uns halten. Und am idealsten wäre natürlich, wenn das Goldtalent bis in die erste Mannschaft durchgeht. Das, ja, um das zu erreichen, müssen wir wahrscheinlich einiges bauen. Dass es auch wirklich hier bleibt, ne? Und dass es dann auch sagt, Mensch, Kind, diese Stadt ist lebenswert und liebenswert. Da müssen wir mal gucken, was wir da an Aufgaben denn bekommen. So, den kann ich auf jeden Fall auch noch auf eine Stufe höher machen. Ich mache mindestens einen von dem höheren erstes Spiel in der ersten Mannschaft. Ne, ach, das ist das Ziel. Ach, es gab schon wieder hier einen. Weiteres. Ah ja, jetzt haben wir schon 5 Bronze, 2 Silber, 1 Gold. Also auch wenn wir die Bronze-Leute durchkriegen, sollte denn ja eigentlich auch sich vielleicht eventuell die spielerische Qualität so weit verbessern, dass unsere Mannschaft aufsteigt oder sowas, ne? Ein bisschen was wird. So. Ich wäre dafür, dass wir hier nochmal so einen kleinen Stadtkern hinsetzen, aber wir brauchen natürlich jede Menge Kohle dafür. Also hier kommt auf jeden Fall der Supermarkt hin, der kostet natürlich auch 10.000, die müssen wir uns erstmal zusammensparen. Und dann würden wir hier so ein bisschen die Straße erweitern und dann müssen wir mal gucken, wie das dann ist hier mit den Aufwerten. In den einzelnen Punkten, wo ich das hier denn, also Unterhaltung, ja, das könnte ich jetzt beantragen, ob das durchgeht, das glaube ich noch nicht. Und dann müsste ich natürlich auch noch den Platz haben dafür, wo ich dann eventuell die ganze Sache hinbauen kann, um meine Bevölkerung zufriedenzustellen. So, wir geben hier mal ein bisschen Gas, damit hier ein bisschen Geschwindigkeit reinkommt. Und jo, da kam wieder noch ein Talent. 1, 3, 5. Ich müsste das mal merken, ne? Na gut. Ich weiß gar nicht, wo kann ich denn hier. 4 sind das nächste Mal bereit aufzusteigen. In wie viel Wochen? Nächste. Also ach so, einer ist schon hier oben. Nee, warte mal, ist eine von 3 Mannschaften. Also, das haben wir, also wir müssen vielleicht noch eine Bambini-Mannschaft oder sowas noch dazu nehmen, damit noch ein paar mehr von den Leuten oder beziehungsweise von den Talenten zu uns kommen und auch bei uns bleiben wollen. So, was kostet jetzt nochmal dieser... Meine Herren, da kommt ja ein dauernd eins dazu. Jetzt ist wieder ein silberner Schuh dazu gekommen. Sehr schön. Wir gucken mal, was war denn jetzt hier beim Supermarkt das Problem? Außer, dass das Schweine teuer ist. Aber der passt hier ganz gut hin, weil dann können wir durchaus schon mal noch die zweier Gebäude, die hier schon in der Mitte stehen, mit erhöhen. Da bin ich eigentlich ganz gut dafür. So, jetzt müsste es doch gehen hier. Zack, da ist der Supermarkt da. Und somit haben wir schon das erste auch für den für die Dreierstufe, Gymnasium, okay, zur Verfügung. Oh, ich muss da mal ein paar Leute einstellen. Supermarkt. So, und dann können wir natürlich hier noch mehr Leute haben. Okay, die Zufriedenheit ist jetzt nicht gerade die höchste, aber oh Gott, worauf kann ich auswerten? Also, weiß auch gar nicht, warum die Zufriedenheit dort so gering ist. So, ein Bronzespieler hat einen Verein aufgrund von schlechten Trainingsleistungen verlassen. Gymnasium, Polizeistation. Moment, jetzt müsste ich doch hier vielleicht eventuell die Aufwertung mal irgendwann kriegen, oder? Nee, immer noch nicht. Der Zustand eines der Bolzplätze ist... oh Gott, Moment. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen langsamer machen. Reparieren. Ein Bronzespieler hat deinen Verein verlassen. Okay. Der Zustand einer der Bolzplätze, du kannst Zufriedenheit. Ja. Okay. Also wir haben 2 Goldspieler und es ist jetzt, ist auch schon ein Bronzespieler quasi aufgestiegen in die nächste höhere Mannschaft. Das ist ja auch schon mal gut. So. Gut. Hier haben wir jetzt zumindest so ein paar Sachen schon mal zufriedengestellt. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Gymnasium sein sollte. Kann ich jetzt ein Gymnasium schon bauen? Habe ich neue Gebäude gekriegt? Gymnasium. Verbessert die Bildung deiner Grundschüler. Ah ja, das ist ja auch gar nicht mehr so billig mit 17.500. Okay. Das, ja, wo kann ich das jetzt hinstellen, damit das hier irgendwie auch noch irgendwo eine Wirkung hat? Da müsst ihr hier bald die Häuser abreißen. Ne? Also das ist natürlich... auch ganz nah dran an unschön. Da wird es hingehen. Na, müssen wir mal gucken. Gut, okay. So, dann bauen wir erst noch ein bisschen mit Straße aus. Das ist aber auch alles verdammt teuer hier. Ein Goldspieler hat einen aufgrund schlechter Trainingsbedingungen verlassen. Schlechte Trainingsbedingungen ist natürlich auch schlecht, aber ich kann noch nicht aufwerten, weil ich dieses
Ding hier noch nicht freigeschalten habe. Oder freigeschaltet bekommen habe. Also da werden wir jetzt noch öfter wahrscheinlich genau das immer wieder lesen. Dass die Spieler uns verlassen. Auch die Guten halt erstmal wieder gehen. Leider. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich weiß noch nicht, wie das hier mit dem Wasser ist. Ob ich das zuschütten kann oder so. Aber ich glaube nicht, ne? Oder? Stein kann ich setzen. Baum kann ich setzen. Busch kann ich setzen. Aber nicht da. Ich würde es gerne zuschütten. Baue eine Villa für neue Stars. Ja, das kann ich jetzt auch nicht machen. Also, so viel Geld habe ich leider nicht. So, ein bisschen Straßen haben wir noch ausgebaut, damit wir schon mal zumindest signalisieren, dass wir da auch was machen wollen. Ein Silberspieler hat aufgrund schlechter Trainingsbedingungen verlassen. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich fubar, ne? Das muss man wirklich so sagen. Das ist wirklich fubar. Da müssen wir mal was gegen tun. Ein Silberspieler hat den. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Achso, das ist noch die alte Meldung. Jetzt kommen wir da dazu, ne? Kann ich das da wegklicken? Kann ich nicht wegklicken. Alles klar, okay. Gut, hier könnte ich auf jeden Fall nochmal ein Haus hinstellen. Das dürfte. Oh, das hat, glaube ich, zum Supermarkt oder so hier. Na, das könnte schon schwierig werden. Gucken wir mal. Kann ich hier ein Haus hinstellen? Was denn noch? Zugriff auf alles hat es nicht mehr, ne? Es hat noch eine Polizeistation, die Feuerwache und. Na, es hat die Grundbedürfnisse dafür, dass es ein Haus ist. Und dass die grundlegenden Sachen, die grundlegenden drei Sachen hat. Das lassen wir dann erstmal schon mal so da stehen. Dann haben wir da noch ein Häuschen mehr. Wir müssen dann wirklich noch mal gucken, dass wir hier in der Mitte auch noch die Ausleuchtzone bis dahin noch eine Grundschule wieder dazu bekommen. Und alles, dass wir das hier noch mal so ein Service Bay machen, damit die Leute hier, wenn hier ein Gymnasium noch mal kommt, wir wenigstens hier hinten, Berufsspieler, hier auf diesem Bereich Schüler bekommen, die bessere Schulleistungen leisten. Weil ich glaube, das ist momentan unser Problem. Also, dass wir dort immer wieder die Sorgen haben, dass uns die Spieler natürlich dann abhauen. Was muss ich machen, um aufwerten zu können? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne die Aufwertung beantragen, aber ich weiß nicht, was ich dazu mal ermöglicht. Die grundlegende Voraussetzung: 4000 Einwohner. Ah, da steht es doch dabei. Mensch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie viele Einwohner habe ich denn gerade? Verwaltung? Ach, das sehe ich hier oben, ne? 1200 plus 600. 1700. Und 55. Ah, ja. Okay. Also, da müssen wir wirklich. Also, wir müssen jetzt irgendwie an Geld kommen hier. Also dann lassen wir doch mal die Zeit ein bisschen rasen. Wir müssen an Geld kommen. Der Bolzplatz kann schon wieder repariert werden. So, das ist das Einzige, was ich da machen kann. Ne? Ich kann nicht aufrüsten, nichts. Ich kann den Platz nicht verbessern. Und naja gut. Aber wir haben auf jeden Fall in unseren Juniorenreihen schon mal einen Silber-, einen Bronzespieler mit überführt. Aktuelle Saison wurde beendet. Ein Bronzespieler hat den Verein verlassen. Wir haben die Klasse gesichert. Okay. So. Ja, dann müssen wir natürlich hoffentlich noch anständig rekrutieren, aber wie gesagt, also wir machen zwar gut Geld, ne? Also 545 pro Monat, denke ich mal, ist das. Oh, Tag wird sich sehen. Oh. Das sieht nicht gut aus. Okay, da ist auch wieder einer dazugekommen. Also wir müssen immer darauf achten, dass hier vielleicht eventuell die Spieler dann nicht. Bürgermaus hat ganz bestimmte Voraussetzungen. Ja, das weiß ich auch. Ich kann hier Förderung anstellen, aber. Ne? 5 Wohnhäuser mit Level 2 oder höher. Die habe ich eigentlich. Ich habe einen Bronzespieler den Verein verlassen. Komm, wir probieren es einfach mal, ob wir das kriegen. Was kostet 2500? Das ist mir eigentlich zu teuer dafür. Für eine 42%ige Chance. Das ist mir zu gering. Also, den könnte ich auch Lotto spielen. Und das hat Gründe, warum ich keinen Lotto spiele. So, okay. Jetzt wird es aber langsam wirklich ein bisschen merkwürdig. So. Wenn ich das hier alles einzeln reinbauen will, was ich hierfür brauche, ne? Ich weiß gar nicht, was die Feuerwehr, Polizei, was kostet die eigentlich? Also nur um erstmal sozusagen Einwohner zu regenerieren. Ohne Lehrer, also hier wirklich eine Feuerwache, eine Polizeiwache und ein Krankenhaus reinstellen. Weil die Feuerwache ziemlich weit außen steht. Krankenhaus würde hier hinkommen. Ja. Gucken wir doch mal, was kostet mich denn ein Krankenhaus? Wo war's denn? Hier.
Ein Krankenhaus kostet 6.000, 6.000, 6.000. Das sind 18.000 alleine nur dafür, dass ich die drei grundlegenden Sachen hier in die Mitte baue, damit ich dann hier nochmal ein paar Einwohner dran kriege. Okay, dann gucken wir mal, wie weit die Ausleuchtzone geht hier. Also hier oben kann ich immer auf jeden Fall noch ein Haus hinbauen. A-Häusle geht hier sich noch aus. So, und auch wenn wir jetzt das Häusle hier in die entgegengesetzte Richtung dran bauen, hat das noch alle Voraussetzungen, die es braucht. Und eine Straße bauen wir da dran. So. Jojo, ihr kriegt gleich eine Straße, bleibt ganz ruhig. So, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal schon mal wieder noch ein paar Häuschen dran geschafft. So, okay, also die Spieler, die verlassen uns aber noch der Reihe nach, aber hier sind jetzt auch schon, zwei sind schon mal aufgestiegen zu den Junioren. Nächster Wechsel der höheren Mannschaft in 8 Wochen, also hier ist jetzt in einer Woche, kommt jetzt von hier einer hoch. Aber wir haben schon 3 Goldspieler, das ist schon mal ganz gut. Ah, ist wieder ein Silberspiel abgehauen. Okay, also das ist noch leider Gottes immer wieder ein Problem, was wir haben. Da müssen wir unbedingt noch gegenarbeiten. Ich kann hier, glaube ich, kein Haus reinstellen, ne? Weil das ist diese Feuerwache, die kann ich ja bei der Aufwertung dann bisher, ne, aufrüsten. Für 8.000 kann ich aber noch nicht. Ein Goldspiel hat einen aufgrund schlechter Trainingsbedingungen verlassen. Das ist natürlich ganz bitter. Ganz bitter, ganz bitter, ganz bitter. Ein Goldspieler ist bitter, ne? Da haben wir schon... Ne, okay, so. Wir haben jetzt 2-2. So, sollte hier nicht einer dann aufsteigen noch? Vielleicht hat er mich gerade wieder verlassen. Aber die muss ich nicht reparieren, ne? Die bleiben einfach erstmal so. Das ist schon mal ganz gut. Oder vielleicht macht das ja hier unser Vereinsheim. Tja, kicken wir die Großen. Das wäre nämlich ganz cool, wenn sie das machen könnten, ne? Muss man ehrlich sagen. So, die wollen jetzt ja eigentlich auch alle aufgewertet werden. Haben aber gar keinen Zugriff auf eine Bank oder ähnliches. Auch keine Grundschule. Das ist die Frage, wenn ich hier oben eine Grundschule hinsetze. Was kostet eine Grundschule? Grundschule war schon wieder was teuer, ne? Die Grundschule war schon wieder was teurer. 12.500. Also Schulen sind richtig teuer. Also wir müssen hier erstmal dafür sorgen, dass wir mit den normalen Bürgern durchkommen. So, 2-2 weiterhin. 2-6-3. Interessant, dass wir ziemlich viele Silbercharaktere doch ranholen. Also das hätte ich gar nicht erwartet, dass wir da so viele Leute dazu kriegen. Wir werden erstmal das Krankenhaus hier oben hin erweitern, weil das ist, glaube ich, das, was quasi hier schon gar keine Ausleuchtzone mehr hat. Ne? Ja. Okay, also Krankenhaus hingebaut hier. So, das kommt hier hin. Das leuchtet dann erstmal alles aus. Und dann müsste theoretisch jetzt so, sich hier erstmal... Der Zustand deines Bolzplätzes ist desolat. Moment. Aufgabe erledigt. Ein Spieler ist durchgegangen bis in die erste Mannschaft. Der erste Bronzespieler ist in der ersten Mannschaft angekommen. Wir müssen es hier mal ganz kurz reparieren. Das ist natürlich sehr gut. So, aktuelle Aufgabe. Es erscheint ein gutes... Was... Es scheint sich ein gutes Team aufzubauen. Es wäre schön, wenn das von Erfolg gekrönt wird und der Verein in die 7. Liga aufsteigt. Mit einem weiteren Talent sollte das möglich sein. Ein Aufstieg in die 7. Liga ermöglicht den Bau eines Fanshops und deine Fangemeinde zu vergrößern. Steig in die 7. Liga auf. Alles klar. Da sind wir ja ein bisschen unbeteiligt dran, ne? Also wir können ja eventuell vielleicht den Platz ein bisschen verbessern, aber dürfen wir ja noch nicht, weil wir noch nicht genügend Einwohner haben. Da müssen wir natürlich noch dran. Wir sind aber hier dabei, wir haben jetzt hier schon mal die Ausleuchtzone erweitert, dass wir jetzt hier noch ein paar Häuser hinbauen können. Ja, das muss ich natürlich machen, da muss ich ein paar Leute einstellen. Das ist korrekt. So, und jetzt kann ich hier über das Baumenü hoffentlich sagen, oder noch ein paar Häuser bauen, die dann hier auch alles haben, was sie brauchen. Bis auf Krankenhaus hat er alles. Bis auf Vereinsheim, da kommt er nicht dran. Gerade so noch Feuerwehr. Gerade keine Feuerwehr mehr. Der hat hier auch alles. Ach, den können wir dann hier so rum reinstellen. Und dann stellen wir den hier so rum rein.
Machen wir das jetzt hier? Nein, das weiß ich auch noch nicht. Wir den in den Sohn rein. Den hier so rum rein. Ja, das Abfackeln, das sollte jetzt da kein Problem mehr sein. Den so rum rein und... Ja gut, der hat keine Polizei und nichts mehr. Achso, ein insuffizientes Wund haben wir auch. Aber wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass hier eine Stichstraße reingebaut werden muss. Ja, wo ist hier Straßenbau? Da. So, und hier sind zwei Platz, so. Gut, das ist schon mal ein schöner Block hier, wo lauter Leute wohnen, aber wir müssen den jetzt natürlich dann demnächst auch, wo ist die Klasse gesichert, okay. Aufstieg in die siebte Liga haben wir noch nicht geschafft, aber da müssen wir auch noch ein weiteres Talent durchreichen. Aber wir sehen schon mal, es sind fünf silberne Talente schon mal durchgerutscht bis in die Junioren und wir haben jede Menge Bronze-Leute dazu bekommen. Das ist schon mal ganz okay. Und hier ziehen die Leute wieder ein, das heißt, wir kriegen auch mehr Einwohner, aber wir sind erst bei 2070, also da müssen wir natürlich noch ordentlich drauf tun, also auch Polizeirevier technisch und so weiter. Wie weit geht das Polizeirevier? Geht bis dahin, okay. Und die Feuerwehr geht bis dahin, okay. Ja gut, das werden wir alles hier in dem dann einräumen und dann müssen wir noch eine Schule dazu bauen. Also das sind vier Gebäude hier drin, das sind zumindest die Grundschule. Die Bank leuchtet, naja, auch nicht mehr ganz bis da hinten, aber das macht erstmal nichts. Es geht uns jetzt erstmal um Bevölkerung. Also wir bräuchten 100 solcher Häuser, die voll versorgt sind. Dann haben wir nämlich die 4000 Einwohner. Weil hier passen, ne, 40 Leute rein. Aber hier oben will keiner hinziehen. Naja, noch nicht. Aber ein Supermarkt hat das schon mal. Das ist gut. Das ist gut. Alles klar. Gut. Aber ich finde es schon mal schön, dass eines unserer Talente ist schon mal bis in die erste Mannschaft durchgerutscht. Und mit ein bisschen Glück wird in... Halt, da muss ich dann draufklicken, um das zu sehen. Wird in einer Woche das nächste Talent aufsteigen oder durchsteigen und eventuell sogar einen Silbertalent in die erste Mannschaft springen. Teilnahme Ligabetrieb. Ja, nächster Saisonstart in 7 Tagen. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Das ist in Wochen. So, ja, Bronzespieler hat unser Team verlassen hier und Silberspieler. Ja, der Silberspieler, der aufsteigen sollte, der ist weg. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr schade. Naja, gut, willst du machen, so ist es halt. Manchmal hast du es halt nicht leicht, ne? So, okay, dann bauen wir jetzt so erstmal ein Polizeirevier noch auf. Moment, bauen. Wo ist es denn hier? Polizeirevier. Ne, das ist kein Polizeirevier. Das ist ein Polizeirevier. So. Kommt dann mal hier hin. Gucken wir mal, wie sieht die Grundschule aus. Die hat 2 Blöcke und die Feuerwehr, die hat 2 Blöcke. Okay, dann kommt da die Feuerwehr hin. So, die stehen zwar ziemlich nah beieinander, die Feuerwehren, aber das macht ja erstmal nichts. So, was ist denn da oben überhaupt abgefackelt? Muss ich das renovieren oder hat sich das, ist das gut? Nee, ist gut gegangen. Okay. Muss ich nicht renovieren. Sonst muss man ja sowas mal ganz gerne mal hier auch schnell renovieren. So, da sind dann 40 Leute drin schon. Sehr gut. Und da gehen noch ein paar rein, wenn sie denn mal eingeziehen wollen. Schön. Gut, also wir erweitern uns. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Ein bisschen mehr Leute einstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich über Leute einstellen den Radius vergrößere. Das kann ich jetzt hier nicht sehen. Also zu verwalten, was habe ich angeklickt jetzt? Das müsste die Polizei sein, ne? Okay, es geht nur maximal auf 110% oder auf 100%. Okay, na gut. So, okay. Ich wollte es nur mal ausgetestet haben, aber momentan sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, da ist wieder noch ein Bronzetalent dazu gekommen. Wir sind jetzt hier wieder dabei und ja, es dauert natürlich jetzt eine ganze Weile, bis jetzt hier doch wieder einer zum Aufstieg bereit ist. Die Golden, die kommen noch gar nicht durch. Die werden wahrscheinlich jedes Mal abspringen, immer wenn sie aufsteigen sollen oder so. Und wenn die Entscheidung wieder ansteht, bleibe ich weiter bei dem Verein oder ändere ich ihn, wenn ich eh schon wechsle. Gut, okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben die ersten Gebäude der Stufe 3. Oh, da brennt schon wieder eins. Das ist natürlich nicht so gut, aber die Feuerwehr kommt. Wird sie hoffentlich hinkriegen. Ja, hat sie hingekriegt. Wunderbar. Ziemlich viele Spieler verlassen uns auch noch, beziehungsweise manche bleiben. Wir haben hier irgendwann den Antrag nötig, um das mal durchzuziehen. Ich werde hier als nächstes eine Feuerwehr bauen und dann hier wieder eine Grundschule und dann können wir hier vorne nochmal die Gebäude alle zumauern, also beziehungsweise ein paar Leute dann dort
einsetzen. Die brennt aber häufig, ne, in der Ecke. Das ist ja fürchterlich. Ja, gut. Wer weiß, warum die kokeln. Vielleicht muss ich auch mal irgendwann ein Gymnasium bauen, damit die Leute vielleicht ein bisschen cleverer werden. Hm. Da werden wir dann auch nochmal gucken, dass wir das hinkriegen. Aber ich denke mal, mit so einem Supermarkt und Gymnasium, das können wir beim Wechsel machen, ne? Dass ich dann hier wieder ein Gymnasium hinbaue dann oder sowas und dann beim nächsten Feld ein Supermarkt oder so. Dass wir das jetzt hier erstmal so durchziehen. Wir können ja hier nochmal wenigstens bis zu dem Teich in dem Muster weitermachen, um dann hier einigermaßen gut durchzukommen. Gut, bis dann. Tschüss.